dir nicht vergeben. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Heiliger Ort, der Tempel des Amun. Ich brauche absolute Stille, wenn ich arbeite. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich sagte Stille! Zurückgekehrt. Um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaft. Tugendhaft? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nochmal! Ist gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und es 16? Ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hm? Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder, Bayek? Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Medjay. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich.
Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Sabine! Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ich getan. Schweig!
Kapo! Lasst niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden auffliegen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein! Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will nur Zeit gewinnen. Ja. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo, Vater von niemandem! Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja?
Großer Amun! Es ist unser Bayek! Sei vorsichtig, Bayek! Siva hat sich verändert! Schießen Sie zuerst und fragen dann. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Sind meine Zeugen. Thank you.
Hey, was? Das ist Bayek. Er wird uns retten. Hey, schnell! Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Vorsichtig sein.
Hey, was? Da bist du ja. Gut. Hopp. Hey! Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Was? Schwachkopf. Hey, was? Stirb endlich! Hey, was? Hey, wer bist du? Dies ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Dich schlitze ich auf. Die Götter werden dir nicht vergeben. Doch nicht einfach so einsperren. Die Götter werden dir nicht vergeben. Nicht fliehen! Die Götter werden dir nicht vergeben. Zu langsam! Dies ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Thank you.
kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Dies ist ein heiliger Ort! Bayek, bist du es wirklich? Dies ist ein heiliger Ort! Der Tempel des Amun! Den Göttern sei Dank! Dieser Irrsinn muss aufhören! Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Was? Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Bist du da bist du! Lass mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Reiß dir die Eingeweide raus! Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nicht. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Bayek, bist du das? Hol mich heraus. Was?
Der Amun sei Dank, dass du hier warst, Bayek. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Das war's! Stirb! Jemand? Hey, was? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Und dann, wir müssen aufholen! Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Er könne es mit uns aufnehmen, wird sich noch umgucken. Holt mich hier raus! Hier raus! Ist da jemand? Seid verflucht! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Ich hab das Ziel in Sicht! Amun, holt mich hier raus! Ist da jemand? Seid verflucht! Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon.
Versteckt euch, bis ihr aus dem... Bei Amuns Gnade. Das waren alle. Kommst hier nicht vorbei! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Hier die Eingeweide raus! Du hättest nicht hier kommen sollen!
Boden. Was? Hey! Hey, was? Stirb, du Wurm! Was? Das war's! Stirb! Findet eine Mauer! Was? Gebt den Weg, Bruder! Ich hab nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Ich bin im Mistgebot! Was soll das werden? Was haben Sie mit Theremons Hof gemacht? Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremon scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen.
So viel Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zenny. Es war Ptolemäus' krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. Mögest du Frieden finden, Teramon. Er wird mehr finden, als er hier hatte.